Hallo, willkommen zu einem neuen Bunker-Video. Heute Tutorial Kerzen. Kerzen, Mini-Kerzen für Chaos oder sowas, irgendwelche Altar-Gegenstände, so kleine Gimmicks, um halt beim Geländebau alles noch ein bisschen aufzuwerten. Ich wurde gefragt, ob ich dazu ein Tutorial machen, bezüglich des letzten Painting-Tutorials, was online ist. Da ging es um das ehrwürdige Imperium-Set mit diesem Space Marine auf diesem Sockel, diese Statue. Ich blende das hier nochmal ein. Und da habe ich dann zum Schluss noch so ein paar kleine Kerzen unten an den Sockel gemacht, als wenn da so eine Kultistenstätte wäre. Fand ich, lockerte die ganze Sache noch so ein bisschen auf. Ja, und dann hat man uns angeschrieben und gefragt, ob wir da nicht mal ein Tutorial zu machen. Ich hatte damals auch noch nie Kerzen gemacht, war dann das erste Mal und finde, die sind eigentlich ganz witzig und die wollte ich euch jetzt mal vorstellen. Was habe ich gebraucht? Man kann auch Green Stuff nehmen, aber ich habe jetzt hier Milliput genommen. Hat schon eine gute eigene Grundfarbe und lässt sich genauso gut verarbeiten für den Kram. Ein bisschen Draht. Das ist jetzt hier 0,35 mm Edelstahldraht. Kommt vom Maßstab einigermaßen hin. Eine Zange. Und um das Milliput zu bearbeiten, nehme ich entweder Backpapier. Oder, was ich jetzt festgestellt habe, ich habe mir mal einfach hier im GW dieses Citadel Palette Pad gekauft. Da sind, weiß ich nicht, wie viele Bögen drin. Aber ein Papier ist perfekt dafür, um mit Green Stuff oder Milliput zu arbeiten. Weil hat irgendwie eine unheimlich glatte Oberfläche. Ja, und man kann es nicht nur zum Bemalen nehmen, um halt mit Citadellfarben oder anderen Acrylfarben zu arbeiten, um was anzumischen oder sowas. Sondern man kann darauf auch wunderbar mit Green Stuff oder Milliput arbeiten. Wenn man es ein bisschen vorher anfeuchtet. Aber es bleibt auch nicht kleben und man kann da schön mit arbeiten. Ja, und wir fangen jetzt einfach mal an. Und dann bauen wir jetzt mal ein paar Kerzen. So, fangen wir mit Milliput an. Da sind ja diese zwei Komponentensachen drin, die ihr auch vom Green Stuff kennt. Das eine gelb, das andere blau beim Green Stuff. Hier ist es hellgrün und grau. Ich habe jetzt hier mal zwei Knödelchen da weggenommen. Den Rest packen wir wieder schön ein. Schön luftdicht in die Tüte verpackt, damit es auch nicht aushärtet. Wieder schwupps in den Karton rein. So, und weg damit. Zur Platz haben. Ja, wie ihr das sonst kennt, für die, die es noch nicht kennen. Zwei Komponenten. Das eine ist halt der Baustoff. Das andere ist quasi wie so ein Katalysator. Bei zwei Komponenten ist das ja so üblich. Und erst wenn die beiden Sachen gut vermischt sind und eine gleichmäßige Masse ergeben von der Färbung her, dann, wenn das alles eine gleiche Färbung hat, sagen wir mal so, dann weiß man, man hat es genug gemischt. Und dann reagiert das erst zusammen und fängt auch wirklich auch dann erst an auszuhärten. Aber bei Milliput hat man Zeit, mehr als bei Green Stuff, um das noch zu modellieren. Man muss jetzt hier nicht in Stress verfallen. Da kann man jetzt mit dem Ding hier locker eine Stunde rummachen. Das wird irgendwann immer ein bisschen zäher, aber das lässt sich ganz easy lange bearbeiten. Ist jetzt nichts für schnelle Hektiker. Da kann man sich Zeit lassen. Ja, jetzt haben wir hier diesen Knödel, weich, und den nehme ich jetzt mal hier hin. Zwischendurch immer kleiner Tipp, Finger anfeuchten, weil es bleibt trotzdem immer irgendwie kleben, so ein bisschen. Jetzt nehme ich Draht. Den Draht, wie lang machen wir den? Musste mal eben hier einen Zollstock holen. Also muss ja alles im Maßstab bleiben, obwohl das ja
schon ein bisschen größer werden kann, weil Chaos und hier und da und große Kerzen. Ich sag mal so, 1,3 cm ist eigentlich eine coole Größe. Man kann auch kürzere machen, die schon abgebrannter sind oder noch welche, die ganz neu sind. Ich mache jetzt mal eine, die so ein bisschen schon gebrannt hat. 1,3 cm. Jetzt so nach dem Gefühl ist das hier ganz gut. So, nun fangen wir mal an. Eigentlich total easy. Es ist wirklich nur eine kleine Rolle. Jetzt nehme ich diesen Draht. Na komm schon her. Und drücke diesen eigentlich nur wie so ein Docht mittig da rein. So. Dann habe ich jetzt quasi so eine Rolle mit dem Pin drin. So, was habe ich dann gemacht? Das zeige ich euch jetzt. Dafür muss ich mal eben ein bisschen umbauen. So, da bin ich wieder. Habe jetzt hier mal so einen selbstgebauten Obelisken genommen. Der eignet sich ganz gut, um das mal zu demonstrieren. Da packe ich jetzt auch noch mal hier so eine Kerze drauf. Ja, suche mir eine Stelle aus. Nehmen wir jetzt mal hier an. Da ist ganz gut. Habe hier diese kleine Rolle mit dem Draht drin. Und dann platziere ich dieses Teil erstmal da drauf. Drückt das erstmal alles ein bisschen an. So, wie ihr seht, mache ich mit dem Teil, das kriegt man auch im Geweh, es läuft vorne ein bisschen so spitz zu, das mache ich immer ein bisschen nass. Und dann gehe ich hin, halte hier mit dem Finger am Draht fest, der so lang ist jetzt wie die Kerze, weil dieser Draht drückt jetzt quasi auf den Boden. Und zwar kann ich das besser kontrollieren. Quasi dieser Draht hält ja jetzt das Milliput um sich herum und so kann ich es besser kontrollieren, wenn ich es bearbeite. So, und jetzt drücke ich eigentlich hier so ein bisschen den Quatsch in den Boden rein. Kann auch ein bisschen gröber sein, weil das hat ja dann nachher eigentlich schon so ein bisschen die Form, als wäre der Wachs darunter gelaufen. Und ja, wie ihr das kennt bei so alten Kerzen, der fließt ja dann überall hin und verfestigt sich wieder, wenn er abkühlt. So, mache ich auch noch so ein bisschen. So, ein paar Läufer rein. So, jetzt habe ich diesen Draht halt fast rein, ganz reingedrückt, ist aber auch kein Problem. Da drücke ich jetzt einfach um den Draht so ein bisschen runter und lege den Docht wieder frei. Und dadurch sieht das auch so aus, wie diese Vertiefung. Wenn eine Kerze abbrennt, ist es ja um den Docht rum ein bisschen tiefer und am Rand, wo es wieder abkühlt, da ist ja dann dieser Wachsrand. So. Noch mal ein bisschen einritzen, da ist es runtergelaufen. Ja, so in der Art baue ich Kerzen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das ist die Kerze an sich. Jetzt kann man natürlich weiterarbeiten und man nimmt sich dazu wieder ein bisschen Milliput. Ganz wenig, nur eine kleine Spitze voll.
und fängt jetzt an mit diesen Läufern. Ich schmiere jetzt erstmal einfach hier ein bisschen was hin und modelliere dann einfach, ich sage immer einfach, aber es ist wirklich nicht schwierig. Ja, man wiederholt sich bei diesen Videos ständig. Das ist echt Krampf. Also wenn ihr wüsstet, wie viele Sachen wieder schneiden und immer wieder neu anfangen, wenn man nach einem neuen Kamerastart wieder sagt, so oder hallo oder da sind wir wieder oder jetzt geht's weiter und man wiederholt sich da ständig. Also müsst ihr ein bisschen verzeihen. So. Das ist jetzt ein bisschen viel hier. Ein bisschen weniger machen. Man kann auch mit Wasser arbeiten ein bisschen, dann verdünnt sich das. Und dann mache ich hier so ein paar Läuferlis runter. Da noch ein bisschen klein manchen. Nehme noch ein bisschen was. Andrücken. Ja. So wäre jetzt schon mal eine Kerze quasi fertig. Es ist ja jetzt auch nur ein kleines Detail an einem Modell, wenn man mehrere Kerzen macht. Hält das auch ein bisschen auf, aber ich finde, das ist ein ganz cooler Effekt, der nicht wirklich schwierig ist, aber zu jedem Modell dann nochmal so eine kleine Mini-Geschichte erzählt. Oder man kann auf jeden Fall mit der Fantasie ein bisschen rumspielen. Wow, was ist da passiert? Ja, ich weiß, nerdy, aber ich finde es einfach cooler, wenn man da noch so ein bisschen was macht, als wenn es einfach irgendwie nur so platt da ist. Ne? Und so sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Von der Bemalung her, das müsst ihr entscheiden. Also Kerzen gibt es ja wirklich in jeder Art. Ich habe das jetzt bei dem letzten Modell typisch so friedhofskerzenmäßig gemacht. Rot, wie man das so kennt. Und da eignet sich das dann ganz gut erstmal mit einer Basefarbe. Da habe ich Mephisto Red genommen, das anzumalen. Bringt es aber erst, wenn es getrocknet ist. Also das müsste man dann so in 3-4 Stunden mal machen. Dann müsste das soweit fertig sein, dass man es anmalen kann. Muss man gar nicht vorher grundieren. Man kann direkt mit den Acrylfarben draufmalen. Das ist sehr schön. Erstmal Mephisto Red. Und ja, hier drin, wo der Wachs ja geschmolzen ist normalerweise, glänzt das ja dann so ein bisschen mehr. Und da habe ich dann Blood for the Black Blood genommen. Das muss ich mal eben holen, das kennt ihr bestimmt auch, weil das halt nach dem Trocknen auch glänzend bleibt. Ist eine ganz schöne Farbe dafür. Man muss damit nicht nur Blut machen. Ja, so sieht das schon mal aus. Ich werde das Ganze jetzt mal trocknen lassen und später nochmal bemalen und dann davon noch ein paar Fotos hinten an das Video setzen. So würde ich Kerzen machen. Das war jetzt mein Tutorial dazu. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen was helfen. Und schaut wieder rein. Viel Spaß, euer Oberst Pfeife.